Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ihr seht es, wir haben heute mal wieder zwei Model Y am Start. Die beiden sind nicht nur in der Farbe unterschiedlich, sie haben auch zwei verschiedene Motorisierungen. Denn es gibt ja seit April das neue Model Y von Tesla mit einem Heckantrieb. Das ist das rote hier und ihr werdet es nicht glauben, das ist mein neues Auto. Wir haben es nämlich gerade vor einer Woche ausgetauscht. Unser altes Model Y Allradantrieb gegen das neue mit Heckantrieb. Und es hat auch eine schweinegeile Farbe, es ist das Midnight Cherry Red. Sag selbst, sieht das nicht umwerfend aus? Ich meine, diese Farbe, das war die von unserem alten Model Y. Das ist aber nicht unser, sondern das ist das Model Y von Patrick. Hi Patrick. Moin. Ihr kennt ihn ja vielleicht, wir haben schon zwei, drei Videos zusammen gedreht. Und Patrick hat das Model Y mit Long Range und Allrad und ich habe das Model Y mit Long Range und Heckantrieb. Wir beide haben dieselben Reifen, nämlich 19 Zoll Hankook Reifen, beides natürlich Sommerreifen. Motorisierung ist unterschiedlich, der Rest ist mehr oder weniger gleich. Der Vorteil beim Heckantrieb ist nämlich der, gerade weswegen wir es uns auch gekauft haben, es hat mehr Reichweite, nämlich ganze 67 Kilometer, zumindest auf dem Papier. WLTP 600 Kilometer, WLTP 533 Kilometer. Und mich interessiert jetzt natürlich, ist das in der Praxis wirklich so? Kann man das merken? Spürt man das? Kann man das messen? Und wir fahren deswegen heute natürlich auf unserer Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, hoffe ich. Wir werden nicht lange brauchen, es ist schön warm. Es ist wahnsinnig schönes Wetter. Wir haben 25 Grad, Idealbedingungen. Und dann stellen wir mal fest, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Ich bin total gespannt. Deswegen wird es mit Sicherheit ein sehr interessantes Video, also unbedingt dranbleiben. Bevor wir gleich starten, ein kurzer Hinweis auf den Sponsor des heutigen Videos, das ist nämlich Tibber. Wenn ihr euer E-Auto möglichst günstig zu Hause laden wollt, dann solltet ihr euch das unbedingt mal angucken, was Tibber zu bieten hat. Denn Tibber ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keine festen Preise pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und Tibber verdient tatsächlich auch gar nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr von 5,99 Euro pro Monat. Das Ganze läuft alles voll digital, das heißt, ihr habt mit der Tibber-App dann auch Vorhersagen für den nächsten Tag, also wie werden sich die Stromkosten in 24 Stunden entwickeln. Damit könnt ihr euer Auto über die Tibber-App automatisch laden lassen, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Damit ladet ihr auch noch grüner, denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den passenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. So Leute, es kann losgehen. Wir beide haben übrigens exakt 70% im Akku. Das bedeutet auch gleiche Bedingungen, was den Ladestand angeht. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Der Wagen hier ist so neu, also gerade erst mal 4 Tage alt. Wir haben gerade mal 292 Kilometer auf dem Tacho an Fahrleistung. Also es ist quasi noch nicht mal richtig eingefahren. Aber ihr wisst ja, Elektroautos muss man eigentlich nicht einfahren. Aber es sind bei diesem Auto auch noch ein paar andere Unterschiede zu spüren. Und das betrifft hauptsächlich auch das Fahrwerk. Das hier ist ja ein Grünheide-Modell. Patricks Model Y kommt natürlich aus Shanghai, weil das ist von Baujahr 2022. Und hier mit den 19 Zöllern, wir hatten ja vorher auch die 20 Zöller, da merkt man schon, dass hier bei diesem Auto das Fahrwerk angenehmer ist. Es ist immer noch relativ hart und auch ruppig, kann man schon dazu sagen. Aber es ist nicht mehr so brachial und lässt die Schläge nicht mehr so deutlich durch wie das 20 Zöller, also mit den 20 Zoll Felgen. Hier kann man sagen, es fährt sich doch einigermaßen angenehm. Also ich bin sehr positiv überrascht. Auch auf meiner Gullideckelstrecke jetzt hier gibt es eigentlich kaum was auszusetzen. Wir haben uns verabredet, dass wir die Klimatisierung bei beiden Autos auf 20,5 Grad einstellen, auch auf Stufe Auto. Das heißt, da gibt es dann auch keine Unterschiede. Und wir fahren auf der Autobahn so möglichst Tempo 130 und überholen uns auch ab und zu, damit keiner im Windschatten des anderen fahren kann. Und dann sollten die Bedingungen eigentlich komplett vergleichbar sein. Also hier auf dieser Tempo 30 Zone, da ist die Straße doch sehr schlecht und gibt ganz viele Gullideckel. Und mit dem alten Model Y war es wirklich so, dass man da echt Schläge gekriegt hat. Das ist hier immer noch so, aber nicht mehr ganz so schlimm. Also es ist deutlich abgemildert. Also
Ich hatte ja kurz überlegt, das Fahrwerk zu tauschen bei unserem alten Model Y. Natürlich gegen das Koni-Fahrwerk von Jös, von Michael Schamberg. Hatte sogar schon einen Termin. Und dann kam dieser Verkauf doch relativ spontan zustande. Und jetzt mit diesem Fahrwerk glaube ich, dass ich mir das mit dem neuen Koni-Fahrwerk vielleicht noch ein paar Wochen überlege. Einen weiteren Unterschied gibt es bei den beiden Modellen. Dieser hier, das Heckantriebmodell, das hat weniger Leistung, beschleunigt auch nicht so schnell. Das alte Model Y war in 5 Sekunden von 0 auf 100 und ich brauche hier 5,9 Sekunden, also eine knappe Sekunde mehr. Aber in der Praxis muss ich sagen, man spürt es wohl, aber trotzdem bei 5,9 Sekunden bleiben einfach keine Wünsche offen. Also es ist einfach sehr zügig. Für so ein Auto gar kein Thema. Ja, das alte hatte 478 kW, 514 PS, ich glaube 493 Newtonmeter. Und dieses Modell hat 250 kW, 340 PS und 450 Newtonmeter. Also bei den PS ist der Unterschied doch relativ groß. Aber bei dem Drehmoment, da ist er dann doch wieder sehr klein, sodass man eben nur diese 0,9 Sekunden langsamer ist hier mit dem Heckantrieb. So, und wir haben endlich mal wieder strahlendes Wetter, kein Regen, es ist 25 Grad, perfekte Bedingungen und jetzt gehen wir gleich auf die Autobahn. Es gibt noch einen Unterschied bei diesen beiden Autos, nämlich dieses Auto, das mit dem Heckantrieb, ist etwas leichter als das mit Allradantrieb. Ganz klar, es fehlt ja auch ein Motor. Auf jeden Fall ist der Gewichtsunterschied rund 90 Kilo. Und das alleine kann aber ja nicht den Reichweitenunterschied ausmachen. Was natürlich klar ist, der zweite Motor ist nicht da und verbraucht natürlich auch keine Energie. Und das zusammengenommen, Gewichtsersparnis und weniger Energieverbrauch durch den zweiten Motor, ja, das muss dann dazu führen, dass dieser Wagen 67 Kilometer weiterkommt, weil der Akku, der ist auch identisch. Was ich hier beim Model Y tatsächlich besser finde als bei mir beim Model S, ist die Verbrauchsanzeige oder Energie, die Energie-App. Da wird nämlich eine schöne Kurve angezeigt vom aktuellen Verbrauch, die letzten 10, 25 und 50 Kilometer mit einer super Kurve und eben auch mit einer berechneten Reichweite. Und jetzt, wir haben, was haben wir im Akku? Wir haben 66% im Akku, wird 364 Kilometer Reichweite angezeigt. So langsam können wir jetzt auch mal Gas geben, denn jetzt haben wir hier Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben. Ab jetzt also Tempomat 130. So, dann wollen wir schauen, wie es bei Patrick aussieht. Hallo jetzt! Hi Patrick! Okay, was hast du denn für einen Zwischenstand? Also, meine Strecke sagt 41 Kilometer und ich habe 7 Kilowattstunden Verbrauch. Und das wären 183 Wattstunden pro Kilometer. Ja, Saperlott, 183 Wattstunden habe ich exakt auch. Na Mensch! Ey, ich bin enttäuscht! Soll ich was tun für einen Unterschied? Oder? Nein, wir fahren jetzt weiter. Ich melde mich dann wieder, wenn wir in Bremerhaven sind. Dann gucken wir nochmal. Super, bis gleich. Ciao. Hey Leute, ich bin so ein bisschen gefrustet. Wir haben ja exakt denselben Verbrauch, auf die Wattstunde genau. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe hier einen Heckantrieb, der soll ja viel effizienter sein. Also wenn das so bleibt, ja, dann muss ich mal einen Brief an Elon schreiben. Das ist ja irreführende Werbung. So, jetzt sind wir 60 Kilometer unterwegs. Ich habe 17,9 Kilowattstunden, also 179 Wattstunden. Gleich ist da vorne die Ausfahrt, dann machen wir die Wende und dann geht es nochmal 65 Kilometer zurück. Bin gleich gespannt, was Patrick für einen Durchschnittsverbrauch hat im Moment als Zwischenstand.
So, jetzt haben wir wieder grün. Das heißt, wir können so durchfahren. Dann machen wir hier die Wende. So, und dann frage ich doch mal bei Patrick nach, wie es so aussieht mit seinem Verbrauch. Hey Patrick, wie sieht es denn aus bei dir mit dem Durchschnittsverbrauch? So, ich habe jetzt bei 65 Kilometern gefahren 169 Wattstunden pro Kilometer. Ey du Sau, du hast eine Wattstunde weniger als ich. Ich habe 170. Ey, das kann gar nicht sein. Du hast doch ein Allrad, oder? Oder irre ich mich da? Wir prüfen gleich nochmal die Winde. Wir gucken mal die Papiere. Nicht, dass man mir was Falsches erzählt hat. Ja, eben. Alles klar, danke dir. Bis später. Bis dann. So, wir haben jetzt exakt noch 50% im Akku, also nur noch die Hälfte drin. Und die Restreichweite, die mir hier angezeigt wird, die berechnete, die liegt bei 243 Kilometer. Das sind also knapp 490 Kilometer, wenn der Akku auf 100% voll ist. Und das bei Autobahntempo 130, weil das sind ja die, das ist ja der Durchschnitt der letzten 50 Kilometer. Also wenn das nicht mal amtlich ist. Also in diesem Grünheide-Modell bei Tempo 130 auf der Autobahn habe ich zumindest subjektiv den Eindruck, dass es auch ein bisschen leiser ist als unser altes Model Y aus Shanghai. Überhaupt so diese Abrollgeräusche, die empfinde ich hier als deutlich dezenter als beim alten Modell. Gut, mit den 20 Zöllern, da war es vielleicht auch ein bisschen präsenter. Die 19 Zöller mögen da ein bisschen leiser sein. Sind auch Hankooks, bei dem anderen Modell waren es Michelin-Reifen. Ja, interessant. Auf jeden Fall finde ich diesen Wagen so summa summarum angenehmer zu fahren als das alte Allradmodell mit den 20 Zöllern. So, und wenn ich mir jetzt hier die Prozente vom Akkustand angucke, wir sind jetzt genau 100 Kilometer unterwegs, dann haben wir jetzt 46% noch im Akku. Das heißt, 24% haben wir verfahren bei 100 Kilometer Strecke. 24%, ja, 100 durch 24 sind also mehr als 4. Mal 100, das heißt deutlich über 400 Kilometer laut der Prozentanzeige. Und die berechnete Anzeige, die lag ja bei fast 490 Kilometer. Also irgendwas dazwischen wird dann wahrscheinlich die Wahrheit sein. Ist trotzdem, finde ich, sehr beeindruckend für so ein Auto. Ist ja auch von der Klasse her mindestens so wie ID.4. Und eigentlich ein großes SUV und das Platzangebot hier drin, naja, wir wissen ja, das Model Y hat Platz ohne Ende. Sehr, sehr praxistaugliches Auto, auch was die Reichweite angeht hier gerade. Ist schon toll und das zu diesem Preis, wie der Wagen momentan angeboten wird. So, wir sind gleich durch mit der Strecke. Wir haben jetzt 120 Kilometer geschafft, 17,5 der Durchschnitt und 41% im Akku. Wir fahren gleich noch ein kurzes Stück durch die Stadt und da bin ich echt gespannt, wie es bei Patrick aussieht. Wäre doch gelacht, wenn der Heckantrieb hier nicht ein bisschen effizienter wäre. Alles andere würde mich doch total wundern. Aber gut, noch sind wir nicht da und abgerechnet wird halt erst zu Hause. So Leute, wir sind wieder zu Hause. Wir sind gefahren. Genau 130 Kilometer, haben 22 Kilowattstunden verbraucht, sind jetzt bei 40% Akkustand, also genau 30% des Akkus verfahren. Und der Durchschnittsverbrauch lag bei 170 Wattstunden, also 17,0 Kilowattstunden. Das ist jetzt mein Wert vom Heckantrieb und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei Patrick aussieht. So Patrick, wie sieht's denn aus bei dir? Was hast du denn für einen Durchschnittsverbrauch? Sag mal. Da stehen 130 Kilometer mit 168 Wattstunden pro Kilometer. Aber die selbstzählende Funktion, die dann die aktuelle Fahrt nochmal misst, die sagt sogar nur 167 Wattstunden pro Kilometer. So, Patrick, ich bin entsetzt, muss ich sagen. Also ich hatte, wie gesagt, 130 Kilometer, 22 Kilowattstunden und 170 Wattstunden auf der Strecke. Und du hattest 168 bzw. sogar 167 Wattstunden.
Wie ist das möglich? Ich meine, du hast ein Allrad, du hast einen Motor mehr. Na, also, dass da ja der zweite Motor sowieso deaktiviert wird, wenn er nicht gebraucht wird, je nachdem, welche Leistung abgefragt wird. Das kennen wir ja. Aber Gewicht. 100 Kilo weniger, ja, hier. Und ich kann es nur so erklären, der Wagen ist noch neu, hat irgendwie gerade erst mal 300 Kilometer gelaufen. Das alles ist doch zäh. Ja. Die ganzen Lager, die müssen jetzt einlaufen. Keine Ahnung. Aber ich meine, ich habe immerhin einen Trumpf. Ich habe 40% noch im Akku. Und du hattest wie viel? 38. Ja, also hast du 2% mehr laut Akkustand verbraucht. Ja, und wie passt das jetzt zusammen? Das passt irgendwie nicht zusammen, ne? Das ist komisch. Das bedeutet also, dass deine 70% von der Kapazität her weniger sind als meine 70%. Hm. Weil du ja schon, wie viele 1000 Kilometer hast du schon gefahren? 58 oder so. Ja, ich habe jetzt ja 300 Kilometer. Deine Degradation ist natürlich höher als meine. Ja. Das heißt, du wirst nicht mehr die 77 Kilowattstunden netto haben. Die habe ich ja auch gerade mal so noch. Und du wirst vielleicht als hätte ich einen kleineren Akku, 71 haben oder 72. Ja. Ne? Und das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Gut, wir können also sagen, Fakt ist, dass der Heckantrieb, das Model Y RWD Heckantrieb, mitnichten, zumindest auf der Autobahn bei Tempo 130 und so einem Wetter wie heute, Idealbedingungen, mitnichten effizienter ist als der Allrad. Ja, das nimmt sich nichts. Nee. Also ich würde sagen, das ist irreführende Werbung bei Tesla. Wieso haben die einen höheren WLTP-Wert? Das verstehe ich nicht, weil unser Praxistest hat das Gegenteil ergeben. Ey, ich bin konsterniert, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir diesen Wagen unter anderem deswegen extra gekauft, weil ich dachte, ey geil, so ein bisschen Reichweite mehr kann man immer gebrauchen. Ja? Und jetzt habe ich hier quasi nicht mal mehr Reichweite. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Reichweite, weil mein Akku noch netto ein paar Kilowattstunden mehr hat. Aber sonst nicht. Die gute Nachricht ist, die sind beide super effizient. Also ja, die gute Nachricht ist, also ihr müsst ja bedenken, wir wären jetzt bei dem Wetter und bei dem Tempo über 400 Kilometer gekommen. Locker. Und das ist eine gute Nachricht. Und die Leute suchen ja immer Autos, die mindestens 400 Kilometer weit kommen. Also ein Elektroauto, was nicht 400 Kilometer weit kommt, bla bla bla. Ihr kennt das ja. Hier ist es, Leute. Hier ist das Elektroauto, was bei Autobahntempo die 400 Kilometer kommt. Und auch nochmal schnell nachlädt. 250 kW in der Spitze. Naja, okay. Was sagen wir jetzt zu dem Test? Wollen wir noch einen Test in der Stadt machen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, wir machen noch einen Test in der Stadt. Fahren wir noch eine kurze Runde Stadtverkehr. Muss ja jetzt nicht 2 Stunden dauern. Und dann schauen wir mal, ob es da vielleicht irgendwelche Unterschiede gibt. Wer von uns mehr Eis isst und dann wieder mehr verbraucht. Bist du eigentlich schwerer als ich? Nee, 70 Kilo? Ich bin schlank. Alles klar. Nicht ganz so schlank wie du, aber vielleicht ist ja auch noch was mit dem Reifendruck. Oder? Was hast du für einen Reifendruck? 3,1 habe ich. Ich bin bei knapp 3,0, glaube ich. Ja, das macht es dann auch nicht. Nee. Du hast ja sogar noch weniger, dann müsstest du ja eigentlich ineffizienter sein. Mhm. Okay, wir machen noch eine Stadtrunde, damit wir es dann wenigstens ganz genau wissen. Kurzer Zwischenstand, wir sind schon 10 Kilometer unterwegs und wir liegen jetzt bei mir im Durchschnitt bei 12,2 Kilowattstunden. Ja, Stadtverkehr ist einfach mega effizient hier. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht es nachher bei Patrick aus? Wenn wir zu IKEA fahren, dann ist da auch in der Nähe der Supercharger und da werden wir uns dann gleich anschließen und dann wieder bis 70% jeder vollladen und dann mal gucken, wie viele Kilowattstunden jeder von uns dann überhaupt nachgeladen hat. Weil das ist dann eigentlich das richtige Maß der Dinge. Da bin ich echt gespannt. So, Patrick, wie sieht's denn aus? Ich habe hier gebraucht für 20 Kilometer 2 Kilowattstunden und habe 12,0 Kilowattstunden Verbrauch. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, selbe Entfernung, 20 Kilometer, auch 2 kW verbraucht anscheinend. Der Durchschnittswert soll aber 127 Wattstunden pro Kilometer sein. Okay, ist eine kleine Genugtuung, kurze Korrektur, bevor hier der Shitstorm losgeht. 2 kW hast du nicht verbraucht, sondern Kilowattstunden. KW ist nämlich die Leistung. Achso, ja, natürlich. Was muss ich gesagt? Schon genau sein. Also kleine Genugtuung, aber es ist zumindest so, dass du auf die Gesamtstrecke immer noch unter mir liegst, ne? Genau, also da sagte er mir, wir wären 150 Kilometer gefahren, 24 Kilowattstunden verbraucht, was bei mir einen Durchschnitt macht von 162 Wattstunden pro Kilometer. Ja, und ich habe 167 Wattstunden pro Kilometer und ja, damit liege ich deutlich über deinem auf die Gesamtstrecke, aber immerhin in der Stadt ist er zumindest ein bisschen effizienter und jetzt haben wir noch ein bisschen nachgeladen beim Supercharger und zwar haben wir beide wieder auf 70% hochgeladen. Und wir haben beide 26 Kilowattstunden reingeladen in den Akku, um wieder auf 70% zu kommen. Das heißt, 24 Kilowattstunden haben wir verbraucht, 26 mussten wir nachladen. Das heißt, wir haben 2 Kilowattstunden Ladeverluste unter 10%. Das ist doch eigentlich ganz okay, oder? Kann man, glaube ich, verschmerzen. Ja. Ja, spannender Test. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, hier dieser Hinterradantrieb, der ist definitiv effizienter, allein schon aus Logikgründen. Ja, was sagst du dazu? Nachvollziehbar? Ja, öfter mal angefahren jetzt auf der Strecke, viele rote Ampeln und so. Vielleicht macht dann das Gewicht doch was aus, ne? Ja, hier Stadt ja, aber auf der Autobahn, ne, da sind die eigentlich beide gleich. Aber interessante Ergebnisse. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Patrick hat keinen Kanal, also ihn könnt ihr nicht abonnieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann macht's gut, bis dahin. Ciao. Du hast nicht Tschüss gesagt. Aber ich habe nicht Tschüss gesagt. Tschüss. Yeah.